Hallo ihr Lieben, Christi Himmelfahrt ist ein fester christlicher Feiertag, der seit dem 4. Jahrhundert, 40 Tage nach Ostern, begangen wird. Die Grundlage findet man neben dem Markus- und Lukas-Evangelium im ersten Kapitel des Neuen Testamentes. Allerdings wird die Himmelfahrt theologisch kaum noch wörtlich als wirkliche Reise verstanden. Demnach ist der Himmel kein geografischer Ort, sondern der Herrschaftsbereich Gottes. Im Glaubensbekenntnis heißt es: Aufgefahren in den Himmel. Dies bedeutet nach christlichem Verständnis, dass Jesus Christus auferstanden und bei Gott ist. So wird Himmelfahrt als Symbol der Wandlung und spirituellen Entwicklung der Persönlichkeit gedeutet. Einige Theologen verweisen zur Erläuterung auf den englischen Sprachraum, wo es für das deutsche Wort Himmel zwei Begriffe gibt: Sky, profan, und Heaven, religiös. Wie feiern die Christen Himmelfahrt? Einige Gemeinden feiern in Pfarrgärten, im Wald oder in den Bergen. Sie verlassen den Kirchenraum, um die Anwesenheit wie auch die Macht Jesus Christus an allen Orten und jederzeit zu betonen. In Deutschland ist dieser Tag ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag, den man gemeinsam seit dem 19. Jahrhundert mit dem Vatertag feiert. Wo der Ursprung des Vatertags liegt, ist leider unbekannt. Ich wünsche euch gerade in dieser weltweiten, so unerfreulichen Zeit einen harmonischen und zufriedenen Himmelfahrtstag im Kreise eurer Lieben. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.